Extraktion hat geklappt. So viel Öl von nur 15 300 Jahre alten Walnussbäumen. Und dabei wird man all das nutzlose Holz los. Was läuft, Doc? Wolltet ihr mir etwa gratulieren, Naga? Ich habe ein Fahrzeug kreiert, das ausschließlich mit sauberem Walnussöl betrieben wird. Ich nenne es den Eco-Schinder-Such-und-Finder-Walnussvernichter. Patent ausstehend. Ja, klingt großartig, aber du vernichtest dabei Squeaks Nussvorräte. Immer wieder gerne. Nussextraktion! Ich wüsste da eine Nuss, die man mal ausquetschen sollte. Oh, diesmal habe ich mich aber wirklich selbst übertroffen. Nette Fahrt, Doc. Hm? Aber wo ist das Mega-Soundsystem? Soundsystem? Ach, ich Idiot! Während ich mich im Kreativitätsrausch befand, habe ich tatsächlich das Radio vergessen. Du kannst doch nicht ohne Musik fahren. Ich habe da was für dich. Wir müssen nur den Receiver installieren, die Boxen aufstellen und in ein paar Minuten können wir so richtig loslegen, okay? Einverstanden. Das könnte nicht besser sein, hätte ich das erfunden. Höchste Zeit für Rock. Oh ja, es geht nicht für Headbang-Musik. Walnusshain. Perfekt. Genau im richtigen Augenblick. Nette Karre. Äußerst infantil. Gib dir das mal. Ja, ja, wie clever du doch bist. Ist nicht alles. Mach du. Ich denke nicht. Wenn ihr es unbedingt so wollt, bitteschön. Das war mal wieder zu einfach. Jetzt aber keinen Unfug mehr. Ich habe noch Bäume zu schreddern. Oh, was ist jetzt schon wieder? Ich versichere Ihnen, Officer, ich lag innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 Meilen pro Stunde. Ah, Klugscheißer, was? Aber sicher, ich habe Zeugnisse von mehreren renommierten Online-Colleges. Ruhe, junger Mann. Ist das Fahrzeug denn straßentauglich? Hat es eine Hupe? Und eine Handbremse für den Notfall? Aber da ist sie doch. Und wenn Sie es genau wissen wollen, löst sie... Genug Ablenkungsmanöver. Sieh mich mal an, Kärtchen. Wir haben da einen Test für so schlaue Burschen wie dich. Einen Test? Exzellent. Ich liebe Tests. Multiple Choice. Ein Aufsatz? Nicht so eine Art Test, du Genie. Zeig mal, wie du die Linie langläufst. Kinderspiel. Am Ende der Linie. Das war doch gar keine Prüfung. Das war nichts anderes als eine simple Form von Folge dem Anführer. Könnt ihr mich jetzt freundlicherweise... Versteinerter Wald. Das war schon immer Wileys Problem. Er kann vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Diesmal werdet ihr mich nicht aufhalten, Naga. Wiley, nicht den hier. Das ist mein Lieblingsbaum. Ich brauche das Öl. Was zur? Mal sehen, ob der Baum so standhaft ist wie mein Wille. Verdammt. Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst den Deckel auf deinem Mülleimer lassen. Es stinkt zum Himmel. Kannst du deinen Gestank nicht auf deiner Seite des Zauns belassen? Mein Gestank? Pass auf, was du sagst! Tja, es stinkt aber aus deiner Seite des Busches. Klopft denn heutzutage niemand mehr an? Stinkt hier! Das wäre dann erledigt.
Seite! Schmerz, Schmerz! Ist echt unglaublich, wie das stinkt. Los, komm, Wiley. Ich habe genau das Richtige, um das wieder loszuwerden. Lass mich raten. Du versuchst es mit Tomatensaft? Ja, Tomatensaft. Ich habe 4 Dosen davon in meiner Kammer. Ich glaube, ich bin dann raus. Weißt du, du sprichst von Tomaten, ich von Wissenschaft. Dieses Problem löst man am besten mit Technologie. Okay, Wiley, ganz wie du meinst. Du wirst schon sehen, Frettchen. In 0,0 werde ich wieder wie ein Gänseblümchen duften. Das sollte doch reichen. Du versuchst es wirklich mit der altmodischen Tour? Wiley, jeder weiß doch, dass die Säure von Tomatensaft den Gestank eines Stinktiers aufhebt. Ha, Säure, hä? Tut mir echt leid, Naga, aber ich glaube nicht, dass das ausreicht. Jeder gebildete Bürger weiß doch, dass Tomatensaft nur ein unwirksames Hausmittel ist. Und wenn man die geruchsintensiven Moleküle wirklich entfernen will, dann braucht man etwas viel Stärkeres, wie zum Beispiel Beton. Man sollte ihn auch nicht zu sparsam anwenden. Es geht nur um Quantität. Du reibst dich einfach ein, etwa so. Naga, könntest du mir vielleicht mal helfen? Immer wieder gerne, bitte sehr. Oh, soll ich dich umarmen? Das ist mehr Dankbarkeit, als ich verdiene. La-da-da-di-da-da. Du vergeudest deine Zeit, Karnickel. Wenn du den Gestank für immer loswerden willst, dann musst du das Übel schon an der Wurzel packen. Alle Stinkpartikel verschwinden garantiert mit meinem patentierten Vapo-Deodorizer Mach 5. Püriere die frischen Zutaten, atme sie ein und sie reinigen deine Poren von innen nach außen. Ich mische etwas Parfum, Gänseblümchen, Zimt, Minze, Vanilleextrakt, Waschpulver, schmutzige Unterwäsche, Weinessig, Fischköpfe, verfaulte Eier. La da di da, di di, du du, da da di. Du glaubst wirklich, du könntest den Gestank abduschen? Dafür brauchst du schon etwas Stärkeres. Hältst du mal? Wassermarsch. Geht klar, Doc. Oh, du möchtest, dass ich es ganz hoch drehe? Na dann. Jetzt hat er sich bis auf die Knochen blamiert. Was ist das? Ein Handtuch? Wie primitiv. Was versuchst du als nächstes? Die Sonne? Bitte, ich zeige dir das innovative iStink 3000. Eine Reise in diesem sanften Riesen und ich werde nach Rosen duftend wieder rauskommen. Wieder zurück vom Totenreich? Ich nenne es den Saugtank. Saugtank, hä? Ganz genau. Ich muss einfach nur hineinsteigen, dann werden die Elektronenturbinen ein Vakuum kreieren, das all meinen Gestank konzentriert aus mir raussaugt und in diesen Glastrichter leitet. Lass uns loslegen. Hase, wärst du dann so freundlich? Aber gerne. Phase 1 startet. Es funktioniert! Du kannst es jetzt wieder ausschalten! Es gibt keinen Ausknopf. Was? Phase 2 startet. Phase 3 startet. Phase 4 startet. Oh, meine Güte! Was ist denn das für ein feiner Gestank? Ich denke mal, dass du den da drüben suchst. Das dauert ja ewig. Was würde ich für 2 zusätzliche Hände geben? Ich sagte, ich hätte gern noch 2 helfende Hände hier. Ah!
Das meinst du doch nicht ernst. Ärger, Nachbar? Oh, hey. Nein, nein, kein Ärger, nur etwas Gartenarbeit. So nennt man das neuerdings. Quasi prähistorisch. Du hast schon mitbekommen, dass wir nicht mehr in der Steinzeit leben. Ich komme damit klar. Ehrlich? Hey! Ein Rächen. Kein Wunder, dass dein Garten so aussieht. Jetzt wirf deinen Blick mal darauf. Mein Laubpokalyps. Er hat 18 Mann nach die Stärken und 3 verschiedene Einstellungen. 18 Seekühe, hä? Ich zeig dir die Zukunft der Rasenpflege. Schalt das aus! Was? Schon gut, Kumpel, ist gut. Perfektion. Ja, ziemlich gut, Doc. Außer, ein Blatt hast du übersehen. Bis dahin. Ich sehe jedenfalls keine Kojoten. Aber das Blatt ist noch hier. Welch vielschichtiges Raubblatt, welch ein würdiger Gegner. Wo ist deine Schwachstelle? Alles hat irgendeine Schwachstelle. Na klar. Du hast dich mit dem falschen Vorgartenbesitzer angelegt, Kumpel. Objekte im Spiegel sind näher, als sie erscheinen. Hey, Doc. Schon gut. Laubbeseitigung? Bezahlung. Lass uns loslegen. Ziel ist in Schutzzone eingedrungen. Perfektion. Das kann niemals gut gehen. Oh, mein Nachbar, der Nager. Was führt dich zu mir her? Es ist nur, dass mein Freund Squeaks in dein Haus gefahren ist. Ein Eichhörnchen. Da sieht man's mal wieder. Ein minder bemitteltes Nagetier sucht seinesgleichen und freundet sich mit einem nicht weniger minder bemittelten Nager an. Nur herein, dein Zwerg. Squeaks? Wo bist du, kleiner Freund? Oh, Squeaks! Ja, gib doch Acht! Squeaks, wo steckst du? Vielleicht ja hier. Das kann gar nicht sein. Ich wette,
Du solltest besser vorsichtig sein. Das sind echt ein paar schöne Dinge. Vielleicht bist du ja da rein. Diese Tür öffnest du besser nicht. Dein kleines Hirn wird nicht so einfach verarbeiten, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Das ist ein Ort der Wissenschaft und Intelligenz. Und außerdem ist diese Tür fest abgeriegelt. Hallo! Oh, wie ist der nur da rein? Ist schon gut, ich hol ihn raus. Du hattest eine Chance. Minder bemittelt. Genial. Das ist mein Job. Manchmal klemmt die Tür. Drück doch mal. Danke. Ich habe jahrelange Arbeit in das Labor gesteckt. Er könnte alles ruinieren. Deshalb müssen wir das Eichhörnchen finden und beseitigen. Lieber nur einfangen, anstatt beseitigen. Können wir Squeaks nicht mit ein paar Nüssen oder so herauslocken? Ah, wer, wenn nicht ich, weiß, wie man Dinge einfängt. Nicht mit Nüssen, sondern damit. Geh zur Seite und beobachte, wie brillant mein Geist tatsächlich ist. Auf jeden Fall öffnet er den Raum. Hey, wo willst du denn so plötzlich hin? Komm schon, Squeaks, lass mich. Hey, schalt dieses Ding aus. Ich weiß nicht wie. Ich glaube, ich habe noch eine Fernbedienung. Sie war's nicht. Ah, diese vielleicht. Nein. Ich glaube, es ist diese hier. Ihnen bleiben noch 2 Minuten, bevor Sie komplett verdampfen. Monsterizer lädt sich auf. Hey, Squeaks, lass uns abhauen, bevor es schräg wird. Monsterizer wurde aufgeladen. Zu spät. Dich krieg ich, Eichhörnchen! Such meine Regulierungskanone. Sie macht den Monstereffekt rückgängig. Tut mir leid, falsches Ding. Okay, warte kurz. Ah, da ist sie ja. Halte bloß still, Squeaks. Was dich betrifft. Das ist ja die Wiesenboxerfaust. Die Sprachsteuerung. Komm schon, Squeaks, lass uns von hier verschwinden. Was? Ihr wollt einfach so abhauen? Schön. Los! Das wär's, dein kleiner Freund, Zeit, dich in diesem Familienacker zur Ruhe zu setzen. Gestern habe ich deinen Bruder begraben. Da bist du ja, Jeremy. Was bist du nur für ein süßes Pflänzchen? Ah, buddelst du mal wieder in der Erde herum? Ich bestelle ein Feld. So pflanzt man doch keine Nahrung. Mit den Pfoten in der Erde rumwühlen, wie Rüde, erlaubst du bitte? Sei mein Gast. Solch primitive Werkzeuge sind unter der Würde meines fortschrittlichen Gehirns. Ich bevorzuge Technologie, auch moderne. So legt man jedenfalls keinen Garten an. Jeremy!
Weißt du was, Wily? Ich bin mir sicher, du legst auf deiner Seite keinen besseren Garten an. Ich würde lieben gern deine Technologie kennenlernen, wenn du dir auf deiner Seite des Zauns einen Garten anlegst, der auf deiner Seite ist. Hab's verstanden. Ich fordere dich heraus zu einem einmonatigen Wettbewerb, bei der ich auf dieser Seite des Zauns einen Garten anlege und du auf deiner Seite des Zauns einen Garten anlegst. Und wir werden sehen, wer die bessere Ernte einbringt. Du oder ich mit meiner Technologie. Bin dabei. Tipps für ertragreiche Gärten. Zweitens, bestelle den Acker. Möchtest du vielleicht meinen Spaten? Kommen wir nun zum Säen superben Saatguts. Trage ich immer meinen Fallschirm. Schritt 3. Entfernen Sie sämtliches Unkraut. Null Gravitation. Sieh mal hier, Nager. Ich ruhe mich aus dank modernster Technologie. Gib bloß Acht, dass dir nicht die Bodenhaftung verloren geht. Was auch immer das heißen soll. Viertens, gießen Sie die einzelnen Setzlinge. So bewässert man doch keinen Garten. Benutzt Acmes Wachstumslösung, mein Lieber. Du meinst Wasser? Nein, meine Wachstumslösung enthält XST-7000. Ein Hormonsubstrat mit über 6984 mehr Vitaminen, als eine Pflanze für gewöhnlich braucht. Wie faszinierend. Wenn eine ausreicht, dann sollten 100 außergewöhnliche Ergebnisse einfallen. Beeindruckend, Wily. Ich sehe, du warst fleißig. Ich machte soeben Erfahrung mit dem Dünndarm dieser besonders kultivierten Pflanze. Wollen wir vergleichen? Oh, oh, Gnade. Ich würde sagen, der Geschmack entscheidet. Jetzt deine, Doc. Ja, ich kann alle 1700 Vitamine schmecken, mit der das Ding angereichert wurde. Ich nehme Spuren von wasserstoffhaltigen myophilen Zellen wahr. Und es gibt einen leicht hölzernen Geschmack von Magnesiumchlorid. Smart Sauger, Smart Heizsystem, Smart Beleuchtung, Smart Rollbänder, Smart Teppichreiniger, Smart Soundsystem, Smart Wickeltisch, Smart Kissenaufschüttler, Smart Toastzubereiter. Oh, Smart Küche, wir haben einen Gast. Eine Waffel? Für mich sieht das nicht gerade sehr gesund aus. Gesund und rund. Ich muss nicht mehr auf mich selbst Acht geben. Mein Smart House macht das für mich. Schneidet es auch deine Zehennägel? Aber selbstverständlich. Der Clown Trimmer 8000, patentiert, funktioniert mit seinen auf den ADHD-Markt üblichen Anschlüssen auch in diesem Smart House. Ich muss ihn nur einstecken.
Hilfe! Ich erlag tatsächlich der Gravitation und komme nicht mehr in mein Gleichgewicht. Sieht so aus, als würde dich dein Smart House im Stich lassen. Komm, ich helf dir hoch. Was ist passiert? Keine Ahnung, Stromausfall. Was? Mir ist kalt, ich bin hungrig. Ich hab solche Angst. Was soll Technologie ohne Elektrizität? Nur keine Sorge, Wiley, ich helfe dir, das zu überleben. Ich mach dir eine schöne Tasse Kaffee, das wird dich beruhigen. Oh nein, das mache ich selbst. Ich bin doch kein Volltrottel. Es würde mir aber nichts ausmachen. Ich bevorzuge aber hasenfreien Kaffee. Das kann doch nicht schwer sein. Mal sehen. Ich will einen doppelten Espresso. Halb Soja, glutenfrei, mit Kürbis, gewürztem Schaum und ohne Sahne. Falls du Durst hast, hier ist Wasser. Oh, vorzüglich. Welch umwerfendes Bouquet. Ist das etwa Mineralwasser? Ganz das Gegenteil. Das ist Eau de Toilette. Die meisten wissen allerdings nicht, dass man das in Notfällen auch trinken kann. Was? Ich will dir doch nur helfen. Ich kann ohne Elektrizität einfach nicht mehr leben. Nichts funktioniert mehr. Ich brauche Knöpfe, Tasten, Bildschirme zum Glotzen. Elektronische Stimulation. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Aber vielleicht kann ich ja ein wenig altmodische Unterhaltung ablenken. Unterhaltung? Ja, Charade. Nein. Federball? Uh-uh. Ubongo? Wie kindisch. Verstecken? Im Ernst? Schach. Ah, Schach! Das ultimative Strategiespiel, ein Duell des Verstands in seiner allereinfachsten Form. Es gibt keine Internetseite, die dir Strategien aufzeigt, keine downloadbare App, die dir weiterhilft. Ein Spiel, bei dem Intellekt und Weitsicht gefragt sind, wo man mit Kopf und klugen Zügen seinem Gegner Figur für Figur nimmt und ihm dabei seine geistigen Schranken aufzeigt. Schachmatt. Aber wie zum... Ich sterbe vor Hunger. Lass mich raten. Automatisiert. Moment. Riechst du das? Ich rieche etwas. Etwas Leckeres. Es ist hier drüben. Nein, warte. Doch, dort. Willst du noch ein Stückchen Camembert, Bertie? Aber sicher. Oh! Aha, hab ich dich also erwischt. Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas mal machen würde. Ach. Au! Los, auf ihn! Ich verhungere, ich könnte ein... Moment, bist du nicht ein freilaufend aufgewachsenes Kaninchen? Nein, 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 langsam, Freundchen. Was du jetzt vorhast, gefällt mir so gar nicht. Geht's dir gut, Wiley? Ja. Das wird jetzt aber kakoyotisch. Wiley, spar dir noch etwas deiner Energie auf. Huh? Festhalten, gib mir die Hand. Das sind die Handschuhe. Alles okay bei dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich hab mir nur alle Knochen gebrochen. Hey, ich weiß jetzt, was los ist. Die Sicherung ist rausgeflogen. War schön, dir helfen zu können. Dieses sogenannte Smart House ist etwas unordentlich. Dieser Ort könnte ein wenig altmodische Kehr- und Wischarbeit vertragen. Ach, mein Smart House. Das ist komplett ruiniert. Wozu braucht man Elektrizität ohne Technologie? Ob Smart Häuser so toll sind, weiß ich nicht. Was wir aber wirklich bräuchten, sind smartere Kojoten.